Hallo liebe Bücherwürmer, ich bin's wieder, euer Phil. Seid mir gegrüßt. Heute geht's wieder, ist natürlich immer noch September. Wie sollte es anders sein? Bei mir geht's um Dune. Eigentlich ja um Science Fiction, ja, aber dieses Monat muss einfach im Zeichen von Dune stehen. Geht gar nicht anders für einen Science Fiction-Fan. Heute will ich euch mal ein bisschen mehr erzählen zum Film und auch zum Buch, natürlich zu der ganzen Geschichte. Es gibt ja den Band 1, der aus 3 Büchern besteht, Band 2, Band 3, Band 4, Band 5 und Band 6. Die sind selber von Frank Herbert geschrieben. Alles, was danach kommt, ich glaube ab 1985, das ist dann nicht mehr aus Frank Herberts Feder, sondern aus der Feder von seinem Sohn Brian Herbert. Das steht hier im Vorwort drin, seinen Vater, also mein Gott, das kann man nie so wissen, ob das wirklich so ist, aber hier steht es drin und er sagt es und danach muss ich mich richten. Der muss seinen Vater ja abgöttisch verehrt haben und wird also dargestellt, vielleicht auch ein bisschen väterliche Heldenverehrung dabei, das kann man oder darf man nicht in Abrede stellen, das kann durchaus möglich sein. Er stellt ihn auf jeden Fall hin als wirklich einen intellektuellen Überflieger, als jemand, der auf Partys oder egal bei welchem gesellschaftlichen Anlass die Menschen an sich gezogen hat oder der die Menschen angezogen hat, die zu ihm kamen und der über also quasi alles reden konnte und so beinahe über alles Bescheid wusste, so ein Generalist, so ein Generalissimo, ja, der über alles Bescheid weiß, kein Fachidiot oder irgend so ein Trottel, ja, wie sie bestimmt jeder von euch kennt, die kannst du nur zu ihrem spezifischen Fachgebiet fragen und über alles, von allem anderen haben sie keine Ahnung oder sie meinen, sie hätten Ahnung, schwätzen aber dann bloß irgendein Zeug, ja. Also der Frank Herbert muss wirklich drauf gehabt haben und ich kann das eigentlich nur bestätigen, wenn ich die Bücher lese. Ich bin jetzt bei Teil 3, ja, ich verwechsel das immer. Ich denke immer, ich bin bei Teil 4, aber ich bin erst bei Teil 3. Bin über die Hälfte, ja. Dieses Monat, ich weiß nicht, das kennt ihr vielleicht, es gibt so Monate, da kommst du einfach nicht vorwärts. Ja, also 3 Bücher, ich lese parallel noch 2 Frühstücksbücher, so nenne ich die. Also immer, wenn ich aufstehe und meinen schwarzen Tee trinke, da habe ich da immer 1-2 Bücher liegen und da lese ich ein paar Seiten, oftmals auch englischsprachige Literatur. Da bin ich nicht so schnell, ja. Ich denke schon, dass mein Englisch ziemlich gut ist, aber lesen und das dann auch wirklich verstehen, das sind halt einfach nochmal, das ist einfach nochmal was anderes. Und ich habe dann auch tatsächlich mein Smartphone und ein Englisch-Wörterbuch neben mir liegen mit 2 verschiedenen englischsprachigen Apps, das normale Dictionary und das Urban Dictionary, damit ich auch wirklich so gut wie alles verstehe und immer noch sind immer mal wieder ein paar Worte oder Redewendungen dabei, die finde ich da einfach nicht. Da sitze ich dann auf 10 Minuten da und google wild durch die Gegend, um irgendwie rauszufinden, was das heißen könnte, weil ich will es dann auch wissen. Ja? Also ich lese nicht, ich bin keiner. Das habe ich früher auch gemacht. Ja. Ich habe gelesen Englisch und naja, das ergibt sich aus dem Zusammenhang. Klar, manche Worte ergeben sich tatsächlich aus dem Zusammenhang, aber viele Worte eben auch nicht. Da interpretierst du nur was hinein und das macht, das kann im schlimmsten Fall dann ein ganz anderes Ergebnis haben oder es kann dann eine ganz andere Bedeutung gemeint sein, als wie das, was du dann liest. Und das mag ich nicht, deswegen lese ich eigentlich auch nicht so gerne englische Literatur, weil ich eben kein Native Speaker bin. Und schon, obwohl mein Verständnis doch, denke ich, nach meiner Selbsteinschätzung ziemlich gut ist, ist mir das immer ein bisschen, ja, das dauert einfach viel, viel länger. Und ich bin dann schon einer, ich möchte schon auch dann Fortschritt sehen beim Lesen. Und das eine Buch, an dem ich gerade beim Frühstück eben immer lese, also ich lese da so immer im Schnitt so 4 bis 5 Seiten pro Frühstückssession, kann man schon so sagen. Da bin ich jetzt, ich glaube, das hat ab über 300 Seiten, großformatig, das ist so ein Teil, kann man schon fast sagen, ein Bildband, aber auch mit viel Text über die Filmindustrie Hollywoods der 50er Jahre. Und da ist es schon so, dass ich da jetzt bestimmt, lese ich jetzt bestimmt 2-3 Wochen schon dran, ja. Und das ist okay, ja, da habe ich kein Problem damit, weil wie gesagt, das habe ich mir fürs Frühstück so hingerichtet, dass ich das so mache und das passt dann auch. Aber ich könnte jetzt nicht 2-3 Wochen lang, wenn ich meine normale Lesezeit habe, die mir nachmittags, je nachdem wie das Wetter ist und was ich so sonst zu tun habe, richte ich mir da so 2-3 Stunden ein. Im schlimmsten Fall nur 1 Stunde, im besten Fall 3 Stunden, mehr ist in der Regel nicht drin. Aber da möchte ich dann schon Fortschritt machen. Ja. Ich bin eh ein langsamer Leser. Also wenn ich das manchmal höre bei manchen YouTubern oder Booktubern,
Ja, dass die da 100 Seiten in einer Stunde weglesen, bin ich raus, ja, also kann ich nicht mithalten, bin ich weit davon entfernt. Kommt natürlich auch immer darauf an, was ist das für ein Text, wie groß sind die Buchstaben, wie groß oder welches Format haben die Seiten, schon klar, aber bei 100 Seiten pro Stunde, das komme ich nicht mit. Und deswegen lese ich dann aber doch lieber deutsche Literatur, weil ich jetzt einfach nicht haben kann, weil ich jeden Tag, sagen wir mal, wenn ich jetzt ein englisches Buch lesen würde zu meiner normalen Lesezeit, weil ich da jeden Tag bloß 20 Seiten schaffe. Und wie gesagt, die Zeit, wenn du halt dann am Smartphone am Rumgucken und im Wörterbuch am Blättern bist, um die einzelnen Worte oder Redewendungen noch direkt zu übersetzen, das raubt halt einfach auch so viel Zeit, da komme ich überhaupt nicht vorwärts und deswegen lese ich englischsprachige Bücher jetzt nicht so gern. Aber nichtsdestotrotz, jetzt bin ich voll rausgekommen. Ich glaube, ich war hier irgendwo bei den Bänden und dass da. Genau. Nee, jetzt habe ich echt einen Faden verloren. Tut mir leid, Leute, das kommt manchmal vor. Ich habe zwar hier meine Notizen, ja, aber das sind Notizen, die ich in den Büchern während Lesen anfertige und das ist dann auch schon mal ein paar Tage oder ein paar Wochen her, wenn ich dann so ein Video mache und das hier ist relativ spontan. Und ohne Skript oder ich habe hier jetzt nichts hängen oder stehen oder irgendein Bildschirm, auf dem da steht oder wie mit einem Profi so ein Teleprompter runterläuft, was ich zu sagen habe, sondern es sprudelt einfach so aus mir raus und jetzt habe ich mich eben versprudelt, wenn ich so sagen darf, und weiß nicht mehr, wo ich hin wollte. Auf jeden Fall, was ich eigentlich aussagen wollte, das war schon der Kern, weil ja hier der Frank Herbert von seinem Sohn als so intellektuell Überflieger bezeichnet wird, das merke ich schon beim Lesen, ja, also das, was da drin steht, weil Dune ist einfach auch so viel mehr als wie einfach nur Science Fiction, das ist nicht Star Wars, das ist einfach was, das ist wie eine Parabel auf die Gesellschaft, ja, und das ist eben, was ich ja beim ersten Dune-Video schon gesagt habe, es ist ein Buch, da geht es um Politik, um Machtstrukturen, um die Gesellschaft, um Religion im weitesten Sinne, und die menschliche Interaktion, ja, da geht es genauso wie bei Game of Thrones oder bei das Lied von Eis und Feuer von George R. R. Martin, da geht es um Beschiss, da geht es um Intrigen, da geht es um strategische Heiraten, da geht es um, ja, dann noch mit diesem Bene Gesserit, die Lady Jessica, die Vater von dem Paul Atreides angehört, so eine Frauensekte, kann man schon fast sagen, die im Hintergrund die Fäden spinnt und im Endeffekt den Messias, diesen Paul Atreides heranzüchtet oder zumindest die Zuchtlinie versucht herzustellen, damit dieser Messias, in welcher Form, ob das dann der Paul Atreides ist oder irgendjemand anders, das ist im Endeffekt egal, ja, oder der Kwisatz Haderach, so wird er auch bezeichnet in dieser Fremen-Sprache, glaube ich, die auf Arrakis von den Ureinwohnern dort gesprochen wird, der soll herangezüchtet werden. Das ist einfach so eine, ja, der Heiraten, im Endeffekt ist die Lady Jessica. Da will ich jetzt lieber unterbrechen, weil nicht, dass ich jetzt jemanden spoilere, denn ich kann mich nicht erinnern, an welcher Stelle des Buchs das kommt und ich möchte jetzt da nichts niemandem die Lesefreude verderben. Aber es stellt sich im Laufe der Zeit dann schon raus, dass es eben auch nur so Bündnisse sind, ja, und dass diese Lady Jessica schon auch ein bisschen einen Hintergrund hat, wo du sagen kannst, hätte ich jetzt am Anfang nicht gedacht. Ich glaube, wenn ich das so formuliere, dann können die meisten damit klarkommen, dass es eben kein Spoiler ist. Und die, die Dune schon kennen und gelesen haben und nicht nur das erste Buch, die wissen auch Bescheid. Das ist übrigens ein Punkt, wo ich jetzt im Nachhinein, weil ich meine, als ich das erste Video über Dune gemacht habe, da war das ja ganz frisch, dass ich im Kino war und ich war da immer noch geflasht, ja, obwohl das schon 2 Tage her war, war trotzdem immer noch, puff, das war einfach so ein Hammer, der Film. Ich war am Überlegen, ob ich nochmal gehe, es geht mir aber zeitlich einfach nicht aus, ich hätte schon Bock, aber irgendwie, ich habe so viele andere Sachen noch zu tun, das wird nicht hinhauen und in 3 Monaten, schätze ich, gibt es ihn ja sowieso auf Blu-ray, dann hole ich ihn mir und dann schaue ich mir wahrscheinlich 2-mal hintereinander an. Trotzdem, was ich da überhaupt nicht auf dem Kopf habe, auf dem Schirm hatte, das waren so die Details, ja, also da sind echt ein paar Details drin in dem Film. Wie zum Beispiel, wer jetzt Dune kennt und wer es nicht kennt, ist auch egal, weil das ist kein Spoiler, da kommen Fluggeräte vor, ja, mit denen sie auf dem Planeten rumfliegen, unabhängig von Raumschiffen, die sie haben. Das sind die Ornithopter. Und da habe ich erst die Tage Quinn's Ideas, für den vielleicht kennt es der ein oder andere, ja, ist ein amerikanischer YouTuber oder Booktuber, aber ein totaler Dune-Fan, also wirklich nicht mehr Fan, sondern Fanatiker. Ja. Der hat sich da die Dune-Enzyklopädie bestellt.
Das ist ein Buch, das gab es in den 80ern, ich glaube 83. Danach wurde das wegen irgendwelchem Urheberrechtsgeplänkel, wurde das dann nicht mehr gedruckt. Da gibt es jetzt nur noch irgendwie ein paar hundert oder vielleicht ein paar tausend Exemplare auf der ganzen Welt, das ist nur auf Englisch erschienen und die werden da bei Amazon gehandelt oder auf so, so Plattformen, wo du gebrauchte Bücher auch kaufen kannst, jetzt nicht auf Rebuy oder so, aber im englischen Bereich oder so Marketplaces wie Facebook und Amazon, da verlangen die ein Geld, das ist echt unerhört. Also so eine Hardcover-Version von dieser Enzyklopädie, die wird aufgerufen mit so 1.300 bis 1.400 Dollar. Die Paperback-Variante irgendwo so um die Hälfte. Und der Quinn sagt, er hat einen guten Deal gemacht, aber es waren auch noch ein paar hundert Dollar, die er dafür zahlen hat müssen. Und das ist halt schon, da denke ich mir, da muss er wirklich echt Hardcore-Fan sein. Denn wer voll einsteigen will und alles wissen will, er braucht ja nur sich das Dune Fandom Wiki aufrufen und da ist ja, das ist ja für alle Serien und großen Filme oder die halt einfach nicht nur stinknormale Filme, sondern wirklich was halt so einen Kultstatus hat. Ja, da gibt es ja diese Fandom Wikis und da findest du ja alles raus. Also, wir müssen ja echt ein paar so Freaks, ich meine, das ist nicht disrespektierlich gemeint, sondern echt, das ist halt, ich nenne halt Leute genauso wie ich mich selber auch als einen Freak bezeichnen würde, teilweise, ja, nicht generell, aber in mancher Hinsicht bin ich schon ein bisschen so. Und das sind eben auch so Leute, die so Fan sind, dass sie da sich hinhocken und für andere dass diese Bücher durchforsten und nach jedem Namen, jede Ortschaft, jede Region alles da auflisten und du kannst da wirklich wie in einem Lexikon nachblättern, um irgendwie quasi alles rauszufinden. Ich bin gerade, nee, da komme ich jetzt nicht hin, da müsste ich jetzt, aber ich habe sowas Ähnliches für die Mittelerde-Lexikon heißt das, glaube ich, ja, also ich bin da schon Tolkien-mäßig gut dabei, wenn ich das so sagen kann, habe da auch nicht nur die Filme oder das Buch, sondern auch die Literatur darum. Habe da zwar auch erst vor kurzem angefangen, weil ich die mir auch erst kürzlich bestellt habe, weil das auch immer so ein Ding war, wenn du mit Leuten redest, so, ja, Herr der Ringe ist ja voll toll, und wenn es aber dann ums Silmarillion geht oder um die Kinder Lythiens oder Beren, die Kinder Hyriens und die Beren und Lythien und der Fall Gondolins und diese ganzen Bücher, da sind halt die meisten da raus und wenn du dann da anfängst, darüber was zu erzählen, dann ja, kriegst du so dieses Augenbrauen hochziehen, da bist du dann manchmal schon gleich abgestempelt, auch als so ein Freak, ja, weil die Story an sich, der Herr der Ringe oder der Hobbit, das schauen sie sich alle gern an, haben viele auch gelesen und das ist ja okay, aber was drumherum passiert, oh, so quasi als wäre das, ja, als wäre das überflüssig oder unnötig, aber wenn du halt ein Fan bist oder wenn dir solche Sachen fallen, dann finde ich das schon irgendwo auch interessant, dann in den Hintergrund einzusteigen und der Tolkien, der hat ja geschrieben, das, was der geschrieben hat, das ist ja ein Lebenswerk fast, ja. Und diese ganzen rundherum oder begleitenden Bücher oder erklärenden Bücher, die dann viele vorab spielen, vor der Geschichte von der Hobbit oder der Herr der Ringe, die hat er dann später sein Sohn rausgebracht. Und ähnlich ist es halt hier auch, ja. Du hast dann quasi so eine Schriftsteller Dynastie will ich jetzt nicht sagen, aber schon so eine Schriftstellerfamilie, einmal den Tolkien, wo dann der Sohn nach dem Tod, Christopher heißt er, glaube ich, die ganzen Unterlagen und alles, was er hatte, was er gefunden hat, gesichtet hat und durchgeackert und dann einen neuen versucht, noch Bücher zusammenzustellen, die der Vater halt geplant hat, aber nie dazu gekommen ist oder was er einfach nur aus den Aufzeichnungen zusammengekratzt hat, weil es müssen ja Tausende von Seiten gewesen sein, was der da geschrieben hat über die Jahre, nur als Background, ja, um sich diese Geschichte, um die Herr der Ringe Trilogie dann zu schreiben. Und das ist halt schon was ich schreibe ja selber und was ich selber da total bewundernswert finde, dass sich jemand da hinsetzt und diese Mühe macht, dass er, wenn er sagt, ja, ich will jetzt hier ein paar Seiten von der Geschichte schreiben, die ich veröffentlichen möchte, aber darum herum schreibe ich 100 Geschichten Geschichte, die ich mir ausdenke, um dem Ganzen ein Fundament zu geben, das finde ich schon echt phänomenal, ja, und das bewundere ich auch. So weit bin ich mit meiner Schreiberei noch nicht, ja, also es ist für mich schon, ich weiß nicht, vielleicht weil ich auch so eine Geschichte noch nie angefangen habe, ja, also meine Geschichten, die ich bisher geschrieben habe, da brauche ich keine komplexe Welt als Hintergrundinformation, aber ich finde das beeindruckt mich, ja, und ich finde das ist eine wahnsinnige kreative Leistung. Gut, auf der anderen Seite verschlingt es natürlich auch massig Zeit und diese Zeit musst du dir eben leisten können. Ja? Und wenn du ein normales Leben hast und kein Schriftsteller bist, der von seiner Schreiberei lebt oder leben kann, dann
wie sollst du das finanzieren? Ja, da musst du ja irgendwo auch deine Kohle ranbringen und hast andere Verpflichtungen. Und bei den Herberts ist es eben ähnlich. Da hat auch der Brian Herbert, nachdem der Vater gestorben ist, dann gesichtet und natürlich, der ist ja mit dem Werk aufgewachsen, der kennt das ja mit Sicherheit oder kannte das mit Sicherheit in- und auswendig. Trotzdem, der hat dann auch angefangen, eben danach noch Bücher zu schreiben. Inwiefern, dass die dann lesenswert sind, das weiß ich nicht. Ich habe keins von denen gelesen. Wie gesagt, ich bin jetzt hier bei Band 3 und 4. 5 habe ich gerade erst gestern bestellt, weil der war immer schwer zu kriegen. Gestern durch Zufall, ja, weil mir bei, wenn ich das kurz erzählen darf, bei Rebuy, nee, ich habe meinen E-Mail-Account durchgeguckt, was da so eingetrudelt ist, ob irgendwas Interessantes dabei ist. Da haben sie mir von Rebuy eine E-Mail geschickt und da muss ich schon sagen, ja, also marketingmäßig haben die Jungs schon drauf, genauso wie bei Bücher.de und Thalia, das muss ich schon mal sagen, die wissen ganz genau, wie sie ihre Kunden oder so Bücherfreunde wie mich dazu bringen, dass sie Geld ausgeben. Ja. Also bei Rebuy schicken die mir eine E-Mail, ja, weil sie so ein treuer Kunde sind und so viel bestellen. Jetzt haben wir uns gedacht, wir schicken ihnen einfach mal so einen 15% Gutscheincode und Versand erlassen wir ihn auch noch. Ja, und dann habe ich natürlich, ich wollte echt dieses Jahr nichts mehr bestellen, weil ich habe schon so viel bestellt dieses Jahr, das ist echt nie mehr normal. Dann dachte ich mir, ja komm, für das Versand weg und 15 Euro oder 15% Rabatt, da kannst du ja schon mal zumindest gucken. Ne? Dann habe ich geguckt und das erste, was ich eingegeben habe, war Dune Teil 5 und dann gab es natürlich nur noch ein einzelnes Exemplar. Inwiefern, dass das wirklich tatsächlich so ist, dass die da nur eins, wenn die das rot markiert da unten stehen haben, auf Lager haben oder ob das vielleicht ein Trick ist, ja, dass da dann, wenn 10 andere gucken, steht auch nur noch eins und sie haben dann tatsächlich 10 auf Lager. Versuchen aber damit Leute zu bringen, dass sie kaufen, das will ich jetzt nicht unterstellen, ja, aber wundern oder entsetzt wäre ich jetzt nicht, wenn irgendwann mal rauskommt, dass das tatsächlich so ist. Ja. Ich würde das jetzt auch nicht unbedingt als Betrug bezeichnen oder als Beschiss. Vielleicht leicht grenzwertig, ja, aber ich kann es irgendwo, wenn man ein Geschäft betreibt und Kohle machen muss und will, schon irgendwo nachvollziehen, ja, auch wenn es wie gesagt grenzwertig ist. Trotzdem, sie hatten eben angeblich nur noch ein Stück von diesem Dune Teil 5 und ich habe da schon mehrfach danach geguckt und wollte das bestellen und immer war es ausverkauft. Dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt schlägst du zu. Dann haben sie dann den Gutschein mit einem Mindestbestellwert gekoppelt, ist ja eh klar. Ja? Also mit einem Buch bestellen wurde es dann sowieso nichts. Dann wurden 5 draus, dann wurden 10 draus, ja, und am Ende waren es dann 12. Gut, immer noch zum Spottpreis, ja, aber dazu dann anderes Mal mehr. Und dieses Buch, auf das warte ich jetzt noch und ansonsten versuche ich noch Teil 6 zu kriegen, den haben sie aber bei Rebuy auch nicht gehabt. Und übers Beinbrechen muss ich es dann auch nicht, also den werde ich dann schon irgendwann demnächst mal auftreiben, aber sonst habe ich von Dune noch nichts gelesen, also alles, was darüber hinausgeht. Aber das, was ich hier eben gelesen habe, das ist schon auf einem Niveau und auf einem Level, da wusste du echt... Da kannst du wirklich diesem Frank Herbert zusprechen, dass er wirklich was auf dem Kasten hatte. Ja. Ich würde es jetzt nicht Weisheiten sagen, aber nennen. Es ist ja immer so, es gibt hier in den Büchern, ich kann das ja mal kurz zeigen, ja, das ist ja jetzt, das wird ja keinen jetzt umbringen, abgesehen davon, dass ich glaube, der Abstand zur Kamera so groß ist, dass das sowieso keiner lesen kann. Das ist jetzt nicht so. Hier, es geht immer los, jedes Kapitel beginnt beim Frank Herbert immer so. Hier oben mit so einem kleinen Gesetzchen, das das Kapitel einleitet und es sind, in diesem Fall steht hier da, Worte des Mentaten Duncan Idaho. Das ist natürlich so das wechselt immer, ja? Das sind immer so kleine Gesetze oder so kleine Weisheiten von allen möglichen Leuten, auch mal von Prinzessin Irulan oder dann heißt es mal die Weisheiten des Muad'Dib oder die Aufzeichnungen von irgendeinem Priester oder hier ist dann bei Kapitel 6 von Buch 3 das einleitende Gesetzchen aus den Hyde-Chroniken. Ich finde das ziemlich cool und ich kenne das schon von Isaac Asimov, ja, also von der Foundation-Trilogie. Und deswegen, ich denke auch, weil von Dune ja ziemlich viel geklaut wurde, ich würde schon auch dem Frank Herbert unterstellen, dass er sich da schon auch ein bisschen beim Isaac Asimov hat inspirieren lassen. Ja, denn der leitet auch immer die Bücher. Jetzt, weil ich das gerade in Reichweite habe, das ist das hier eine ältere Ausgabe, auch vom Heine Verlag. Das ist ähnlich anspruchsvoll wie Dune, aber halt ganz was anderes.
Aber hier ist es auch, dass der immer die Kapitel einleitet mit so einem kleinen Gesetz, mit irgendeiner so einer Weisheit. Ja, also hier sieht man es vielleicht, hier ist das einleitende Gesetzchen und dann geht erst das Kapitel los. Und das hier ist zum Beispiel aus der Encyclopedia Galactica. Und dann steht hier unten noch mit Sternchen alle hier aufgeführten Zitate, also als Fußnote, alle hier aufgeführten Zitate aus der Encyclopedia Galactica wurden mit Erlaubnis des Verlages der 116. Ausgabe Encyclopedia Publishing C Terminus 1020 FE entnommen. Ja, also da hat er wirklich sich so eine fiktive Fußnote auch noch ausgedacht, wo diese mit einem Verlag und einem Namen von dieser Encyclopedia Galactica, wo er diese Weisheiten oder diese geschichtlichen Background hernimmt, mit dem er dann diese Kapitel einleitet. Und ich denke schon, dass das eine Inspiration auch für den Frank Herbert war. Denn der Frank Herbert hat ja angefangen, das zu schreiben 1963 und die Foundation-Trilogie von Herrn Asimov erschien das erste Mal 1951. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie alt das der Herr Herbert war, aber der ist mit Sicherheit mit Asimov aufgewachsen und hat das gelesen und hat sich gedacht, hey, das kann ich hier für mein Werk auch verwenden. Es gibt noch eine Passage, wo mir das aufgefallen ist, wo ich mir dachte, da hat er sich wohl von dem anderen inspirieren lassen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es der Asimov war und ich bringe die Stelle jetzt aus dem Kopf auch nicht zusammen, was das gewesen ist. Aber das ist auch sowas, ja, das ist eben... Das ist ja nicht böse gemeint, ja, und das ist ja auch nicht, im Gegenteil, ich würde sagen, ich sehe das eher so wie die Chinesen, ja, wenn einer ein Plagiat anfertigt oder wenn einer, ja, ein Plagiat anfertigt, das ist jetzt zu hart, aber die Chinesen sehen das so, ja, also wenn, die sehen das so krass würde ich es nicht sehen, aber wenn jemand sich von jemand anders inspirieren lässt und das auf eine andere Art und Weise fortführt, da finde ich das vollkommen legitim, ja, also ich meine, ich lese ja auch viele von diesen Sachen, die ich lese und denke mir, boah, cool hat er das gemacht, das gefällt mir, das beeindruckt mich, das hat mir imponiert, das finde ich toll. Das könnte ich in einer abgewandelten Form irgendwie für mein eigenes Schreiben auch verwenden. Und das machen die ja alle und das haben auch alle gemacht und da ist auch nichts Verwerfliches. Ja, da gibt es immer ein paar so Leute, die da finden das schon, aber das ist es halt nicht, also meiner Meinung nach nicht. Und wer das schlimm findet, ja gut, da wirst du dann aber im Literaturbetrieb oder auch wenn du Filme guckst, da wird die Auswahl dann ganz, ganz dünn, ja, von dem, was du dir dann noch angucken kannst. Bei Dune ist es dann eben so, wenn ich mir das anschaue, ich habe den Film, da war ich ja, diese Ornithopter zum Beispiel, das kommt auch in dieser Enzyklopädie von Dune vor, die sich der Quinn von Quinns IDs bestellt hat, da ist so ein Bild drin, so eine Zeichnung von so einem Ornithopter, ja, wie sich die halt 1983 irgendein Illustrator vorgestellt hat, und das Ding, ich muss da so lachen, aber das ist da, ich würde es auch gern einblenden, ja, dieses Foto, aber einige haben es vielleicht mitgekriegt, seit Anfang August, 1. August, glaube ich, gibt es ja einen Upload-Filter, weil in Deutschland kannst du ja nicht aufs Klo gehen, ohne dass du einen Antrag stellst und einen Durchschlag in dreifacher Ausführung an irgendwelche Ämter verschickst. Deswegen musst du jetzt auch, abgesehen davon, dass du, sobald du irgendwie Kohle machst mit deinem YouTube-Kanal, alles, das hier, die Bücher aufstellen, müsste ich, wenn ich Geld für das Video in Form von Werbung bekommen würde, als Werbung deklarieren, ja, was total hirnrissig ist. Aber so ist es nun mal in Deutschland. Und genauso ist es jetzt mit dem Upload-Filter. Du darfst jetzt keine Bilder oder keine Inhalte von anderen mehr einblenden. Vorher durftest du das, hast aber dann im Zweifel halt, wenn deine Videos monetarisiert waren, von YouTube keine Kohle dafür bekommen, wegen einer Urheberrechtsverletzung. Oder im Zweifel hat halt der Urheberrechtsinhaber die Kohle von der Monetarisierung bekommen. Ich fand das, das war okay, ja. Ich meine, es ist halt einfach so, sich mit fremden Federn schmücken, das ist immer so eine Sache. Aber ich meine schon, dass es zum gewissen Grad irgendwo legitim ist, ist ja im Fernsehen auch legitim, ja. Also komischerweise gelten für YouTuber immer andere Regeln als fürs Fernsehen. Ich meine, ihr habt ja alle schon mal wahrscheinlich eine Dokumentation gesehen über Filme oder über Bücher oder so diese Büchersendungen, ja. Also wenn das literarischen, Fernsehformate laufen, egal auf welchem Sender, es sind ja so bloß die Öffentlich-Rechtlichen, im Privaten läuft sowas ja überhaupt nicht. Und die im Öffentlich-Rechtlichen laufen, die sind ja auch dünn gesät. Aber da, wenn einer, da werden die Bücher in die Kamera gehalten, da steht unten drunter eingeblendet der Titel, der Autor, der Verlag, was es kostet. Und das, da muss nicht Werbesendung drüber stehen, ja, komischerweise. Aber bei uns hier oder auf YouTube muss das schon sein. Die dürfen auch, wenn es Dokus laufen über die Filmindustrie, dann dürfen die auch Szenen aus irgendwelchen Filmen einblenden, steht unten drunter mit Angabe, welcher Film, Produktionsjahr, Produktionsfirma, Regisseur,
Schauspieler, alles, das ist alles legitim, ja, aber wenn du machst es auf YouTube, dann ohne das als Werbung zu kennzeichnen, dann machst du Schleichwerbung. Und jetzt ist es eben seit Anfang August so, dass du kein Bildmaterial mehr einblenden darfst. Ich glaube maximal 15 Sekunden. Ich versuche zwar meine Videos immer eigentlich kürzer zu fassen, als das bisher bei den letzten dreien geworden ist, aber das läuft immer irgendwie aus dem Ruder. Mit 15 Sekunden, da komme ich nicht sehr weit. Dann, wenn du ein Bild einblenden willst, was jemand von einem anderen ist, dann musst du es eine bestimmte Dateigröße haben und im Hintergrund oder so klein sein, dass es eine bestimmte Größe nicht überschreitet. Nur dann wird es akzeptiert. Und ganz ehrlich, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ja. Ich möchte hier gerne meinen YouTube-Kanal machen und meinem Hobby frönen. Und mein Hobby, ich meine, ich rede halt auch gerne über das, was ich gerne mache. Und ich will es mir da nicht gleich verscherzen mit hier einem Strike oder mit einer Aufforderung, das zu unterlassen oder dass mir im schlimmsten Fall mein Video gelöscht wird. Da habe ich echt keinen Bock drauf. Deswegen unterlasse ich das einfach. Ich hatte das anfangs geplant und ich wollte mit meinem YouTube-Kanal schon viel eher loslegen und da auch ein paar andere Sachen noch machen. Ich hätte zum Beispiel gern Interviews, englischsprachige Interviews von Autoren übersetzt und die Übersetzung eingesprochen und das dann zur Verfügung gestellt online, weil es gibt ja mit Sicherheit einen Haufen Leute, die einfach der englischen Sprache nicht so mächtig sind, dass sie so einer Konversation folgen können oder denen das lästig ist oder die einfach, vielleicht weil sie auch jünger sind, einfach noch nicht so gut Englisch können oder manche gibt es halt auch, die können kein Englisch oder nur ganz rudimentär. Das ist ja auch in Ordnung, ja, die können halt irgendwas anderes. Und da meine ich schon, dass das ein sinnvolles Angebot wäre und das hätte ich gerne gemacht, aber dann kam eben diese Meldung mit diesem Upload-Filter und dachte mir, toll, das kann ich mir jetzt in die Haare schmieren, ja. Deswegen erzähle ich euch alles und da ist eben in dieser Enzyklopädie über Dune, dieses Foto von diesem Ornithopter. Das ist halt wirklich so ein 80er-Jahre-Hubschrauber mit so ein paar so Flügelchen dran, wo ich mir denke, boah, sie sah so abartig scheiße aus. Also, Entschuldigung, ja, aber es ist wirklich so. Und wenn ich mir ins Gedächtnis rufe, vor 2 Wochen, als ich im Kino war, diese Ornithopter, boah, die sind ja so der absolute Hammer. Also, die hat ja Denis Villeneuve oder das VFX Studio oder FX Studio oder die Modellbauer. Ich bin jetzt nicht so sicher. Ich denke, ein Teil davon waren schon Modelle, weil ich habe auf so einem Making-of-Video gesehen, wie der Denis Villeneuve mit dem Chamelet, mit dem Schauspieler, der in Paul Atreides spielt, im Cockpit gesessen sind und irgendwas besprochen haben. Also haben sie auf jeden Fall ein Modell davon irgendwie auch gebaut. Inwiefern, dass sie den ganzen Ornithopter tatsächlich gebaut haben oder es dann eben nur ein Teil von dem Cockpit ist und der Rest ist alles CGI animiert, weiß ich nicht, kann ich nichts dazu sagen. Auf jeden Fall, die Dinger waren einfach nur der absolute Hammer, ja. Und ist mir eben eingefallen, als ich das Video von Quinn gesehen habe, dass das sind halt echt zwei Welten, ja. Und gut, das wollte ich dabei jetzt belassen und mit dieser Enzyklopädie, dass die eben so schweineteuer ist, da glaube ich, alles, was da drin steht, oder wahrscheinlich vieles, oder sowieso jedes Wort, was da drin steht, findet sich dann heutzutage in einem Fandom-Wiki. Und ich bin da jetzt nicht so ein Fan, dass ich mir dieses 1.400-Dollar-Buch kaufen müsste, ja. Nee, das ist, bin ich weit davon entfernt, ja, das würde ich nicht machen. Für mich war das hier schon teuer. Das hat, ich glaube, knapp 34 € gekostet. Und das ist für mich für ein Buch schon echt happig, ja. Und wenn es nicht so eine besonders, wie ich finde, schöne Ausgabe wäre, die einfach klasse aussieht und es eben auch nicht Dune wäre. Also es gibt dann vielleicht noch Der Herr der Ringe und Game of Thrones oder Das Lied von Eis und Feuer. Das sind so Bücher, da würde ich sagen, ja, für eine spezielle Sonderausgabe wäre ich auch noch bereit, da deutlich mehr auszugeben, als es normal kostet. Aber ansonsten sehe ich da einfach nur bei den Büchern den Inhalt, nämlich die Buchstaben. Und da ist es mir dann auch ganz egal. Ja, ich brauche bloß einfach die Buchstaben, ja. Und was das muss dann, finde ich, nicht 20, 30 € kosten. Es müssen dann schon so im Endeffekt schon fast so Schmuckausgaben sein, ja, wo ich dann bereit bin, viel Geld auszugeben. Und ansonsten ist mir das eigentlich egal, deswegen bestelle ich auch gerne bei Rebuy. Und mir ist auch der Zustand egal. Und mir ist es auch, wenn dann manche höre, die dann immer, wenn sie Unboxing-Videos machen, dann jammern auch, hier ist die Lesefalte oder die Leserille oder was. Das ist mir doch wurscht, hey. Also ich kaufe die mir nicht als Schmuckstück, sondern ich will da drin lesen. Und wenn ich dann ein Schmuckstück haben will, dann bestelle ich mir eben sowas. Ja. Und das ist da. Da denke ich mir, da braucht man sich keine Gedanken machen. Und wenn ich bei Rebuy bestelle, also auch wenn da dann neuwertig als Zustand angegeben wird oder sehr gut, dass da bei so einem Taschenbuch eine Leserille drin ist, also das stört mich überhaupt nicht.
Jetzt zurück zum Inhalt. Jetzt habe ich komplett den Faden verloren. Ja, jetzt weiß ich überhaupt gar nicht mehr, wo ich eigentlich hin wollte. Aber wo ich gerade bei den Videoanalysen war oder bei den Analysen, da ist es halt auch so. Ja, also, was ich mir denke, bei manchen YouTubern, wenn die oder Kritikern, wie sie sich nennen, ja, was die da dann oft raushauen. Also, ich habe das jetzt erst die Tage gesehen bei irgendeinem. Das schaue ich mir nicht an, aber es wird halt bei YouTube, wenn du die erste Seite, wenn du das aufrufst, dann zeigt sie alle möglichen Videos an, die du eigentlich gar nicht sehen willst und von Leuten, die dich nicht interessieren. Da zeigt sie mir eins an von einem Deutschen, glaube ich, war das, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, es war ein Deutscher auf jeden Fall, weil vor ein paar Wochen der Matrix-Trailer lief von Matrix 4, wo ich eigentlich da so nicht der Matrix. Der ursprüngliche, der erste Teil, ja, das ist für mich ein Hammerfilm und den finde ich einfach total genial. Habe den auch schon x-mal gesehen. Entschuldigung. War damals im Kino, bin da aus dem Kino raus und kannte mich überhaupt nicht mehr aus. Ja, das war für mich so voll so, ja, was ist denn hier los? Ja? Mein Kumpel dabei war, der gemeint, das war der beschissenste Film, den er je gesehen hat. Ich habe auch letztens mal. Ist noch nicht so lange her mit jemandem geredet, den ich kenne. Das habe ich auch gesagt, boah, der Matrix, ne, das ist ja so der Hammer. Und ja, boah, Matrix ist ja so die Scheiße. Alter, das ist wirklich so ein Film, da gibt es entweder Hass oder Liebe. Bei Teil 2 und 3, muss ich gestehen, habe ich noch nie gesehen. Mal kurz reingeschalten, als die irgendwann mal im Fernsehen liefen. Aber bei den Privatsendern, da bin ich normalerweise auch raus, weil das mir zu blöd ist mit dieser permanenten Werbung. Der Meister im Endeffekt, da wird so ein. Die schöne Werbung von so einem lästigen Film unterbrochen und deswegen habe ich da bloß hin und wieder mal reingeschalten, ganz kurz, aber kann deswegen jetzt wirklich die Handlung nicht beurteilen. Aber für mich war einfach die Matrix mit Teil 1 im Endeffekt abgeschlossen. Ja, also ich verstehe nicht, was sie da Teil 2 und Teil 3 sich noch aus dem Hut gezaubert haben, was da irgendwie einen Sinn ergeben würde oder was da logisch dran anschließen könnte, außer dass sie halt einfach gemerkt haben, dass der erste Teil wohl ein ziemlicher Erfolg war und sie noch mehr Kohle machen wollten und deswegen Teil 2 und 3, Teil 3 nachgeschoben haben. Will den Wachowskis nichts unterstellen, ja, aber ich glaube schon, dass die das ursprünglich nur als einen Film geplant hatten und erst danach aufgrund des Erfolgs dann zwei Teile nachgeschoben haben. Deswegen habe ich mir jetzt sowieso, ich habe das irgendwann mal vor ein paar Monaten gehört, dass da irgendwas in der Schwebe ist mit Matrix 4. Das wäre ja genau, das ist so überflüssig wie ein Kropf. Ja, es braucht kein Mensch. Bulgursalat für die, die mein Buchpreisvideo gesehen haben. Das ist halt wirklich, wo ich mir denke, ne, da bin ich raus. Und da sehe ich eben da vor ein paar Wochen dann auch diesen Trailer, der da kam. Dachte mir, ja, komm, da lief im Vorspann von irgendeinem Video oder als Werbung vor einem Video, das ich gucken wollte. Und ich bin dann, normalerweise drücke ich die auch immer gleich weg, wenn es irgendwie geht. Aber bei Kinofilm-Werbung oder Computerspiele-Werbung, da schaue ich mir das doch hin und wieder mal an. Und dann kam eben die Matrix hier und war das Lied, mit dem das der Trailer unterlegt ist, schon so, dass ich mir dachte, ja, das finde ich cool. Und dann habe ich mir das angeschaut und fand den Trailer echt ziemlich fett. Bin da jetzt auch gespannt. Ich würde jetzt nicht unbedingt ins Kino gehen deswegen, aber ich könnte mir schon vorstellen, aufgrund dessen, was ich im Trailer gesehen habe, dass das was sein könnte. Ja. Und dann sehe ich eben da, als es mir vor ein paar Tagen, als ich YouTube aufrufe, präsentiert es mir von so einem Filmkritiker so ein Video, der dann jetzt schon gleich weiß, ja, also der Film, der soll irgendwie im Dezember, glaube ich, ins Kino kommen. Man ist es noch nichts raus aus dem Trailer und vielleicht ein bisschen Presseinfo. Und dann weiß die aber jetzt gleich, vielleicht war es auch ironisch gemeint, ich habe es nicht angeschaut, aber es ist einfach dann auch so, wenn das ironisch gemeint ist, das billigste Clickbait, ja. Matrix 4 wird richtig mies. Und da denke ich mir, was soll das? Du kannst über den Film überhaupt nichts sagen, außer dass du den Trailer gesehen hast. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass es so ein Auserwählter ist, der jetzt schon bei den Wachowskis mit zusammen im Schneideraum sitzt und den Film schon mal vorab gesichtet hat oder beim Schneiden dabei ist und genau so voll als Insider involviert ist und jetzt schon beurteilen kann, dass der Film mies wird. Ja? Also das finde ich einfach unmöglich und sowas schaue ich mir auch nicht an, ja? Weil das ist mir einfach zu blöd. Und zu billig auch, ja, irgendwo. Weil entweder ich kann, es ist ja legitim, was zu kritisieren, das habe ich auch schon gesagt in einem anderen Video. Nur es ist halt auch eine Frage der Art und Weise, ja, und vor allem dann immer schon bevor überhaupt irgendwas draußen ist. Ja, also das finde ich gar nicht. Ich, das,
verstehe nicht, was, ja, Clickbait, ja. Entweder geht es nur darum, den Hype oder das, was jetzt ist, also dieser Trailer draußen, der läuft gut, viele Leute wollen den angucken und da mische ich jetzt auch noch schnell mit und werfe da mein Video mit rein, weil das werden dann schon viele angucken und ich profitiere dann als Content Creator davon. Ist nicht mein Fall, gucke ich mir auch nicht an und ist mir auch egal, was der Typ da für eine Meinung dazu hat, ja, aber interessiert mich gar nicht. Aber Matrix ist zum Beispiel auch, wenn ich das jetzt hier richtig im Kopf habe, weil wir eben gerade dabei sind, indirekt zumindest, wo habe ich denn das jetzt wieder aufgeschrieben? Sagen wir, also manchmal, heute ist echt nicht so mein Tag, ja, ich bin gerade überlegen, ob ich das Video vielleicht hätte jemand anders machen sollen, aber ich habe mir das doch hier aufgeschrieben. Weil es nämlich, hier ist es ja, genau, aber ich hab's noch nicht. Genau, weil Matrix nämlich indirekt, ja, auch ein Film ist, der, also wie gesagt, indirekt von Dune profitiert hat oder zumindest von Hodorowskis geplanten Dune inspiriert wurde und der Meinung nach mancher Filmkritiker oder Filmleute gar nicht möglich gewesen wäre. Das sehe ich ein bisschen anders, aber weil ich jetzt eben gerade bei dem Punkt bin, Matrix ist viel mehr inspiriert von Ghost in the Shell, also jetzt nicht dem Film mit Scarlett Johansson, den ich übrigens entgegen den vielen Kritikern echt klasse finde. Also ich weiß nicht, was es daran auszusetzen gibt. Ich meine, es ist halt einfach eine Comic- oder Anime-Verfilmung. Da gibt es genug Comic-Verfilmungen, wo ich sage, ja, die sind aber deutlich schlechter. Ja. Oder was heißt schlechter, aber sie könnten sich davon eine Scheibe abschneiden oder sind mindestens auf demselben Niveau, wo ich dann halt auch irgendwo denke, in letzter Zeit ist das, war das ein bisschen, in letzter Zeit, die letzten 15 Jahre hat es echt für meinen Geschmack ein bisschen überhand genommen mit den Comic-Verfilmungen, weil ich meine, das ist ja ganz nett und ich finde das ja auch cool, aber irgendwo, wenn du die Kinozeitschriften oder die Kinoprogramme aufschlägst oder die Fernsehprogramme, es kommt nur noch Comic-Verfilmung, ach, ich weiß nicht, irgendwann ist das halt zu viel. Das ist ja im Endeffekt auch immer dasselbe. Ja. Das sind diese Superhelden mit ihren Superkräften, die gegen irgendwelche Superschurken mit anderen Superkräften antreten und dann die Welt retten oder die Menschheit oder im Zweifel das ganze Universum. Da finde ich ein bisschen, ich weiß nicht, das ist mir ein bisschen zu viel davon, weil es einfach immer dasselbe ist. Und vor allem das nächste ist, das ist ja total vorhersehbar. Ja. Es ist ja klar, wenn du dir Spider-Man, Batman oder Captain America, Avengers oder was auch immer anschaust. Oh, tut mir leid, jetzt habe ich voll den Frosch in den Hals gekriegt. Wenn du dir das anschaust, weißt doch vorher, wenn du weißt, dass das eine Serie ist, die aufeinander aufbaut, dass es immer aneinander anschließt, dann ist ja klar, dass der Protagonist vermutlich das Ding überleben wird, ja? Weil sonst wäre die Geschichte ja vorbei. Bei so Gruppen, ja, wo es da mehrere Helden gibt, wie Agents of S.H.I.E.L.D. oder eben die X-Men oder Justice League, da ist es wieder anders, da kann der eine oder andere schon mal auf der Strecke bleiben. Ja. Aber auch da sind sie ja dann meistens Superhelden, die ihre eigene Serie haben, die dann einfach nur zusammengeworfen sind für einen Film, um dann die Superhelden, ja, quasi zu sein. Darzustellen oder es noch eins oben drauf zu setzen, aber für ihre Einzelfilme, die sie haben, dann müssen sie ja dann wieder weiterleben. Und diese ganzen Verwicklungen, die es dann da gibt mit irgendwelchen Zeitsprüngen hin und her oder Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft oder im Schlupsfall vielleicht noch ein Paralleluniversum. Also echt, da, das ist mal ein bisschen too much teilweise. Ja. Also ich habe gestern lief das im Fernsehen. Und es war auch so ein Film, also wenn ich nicht unbedingt sehen wollte, weil ich es eben dann, weil ich mir dachte, ja, okay, das ist bestimmt ganz cool. Es war Captain Marvel, war so viel Werbung auch, dass ich schon echt kurz davor war auszuschalten, weil es Werbung ist, es ist echt zum Kotzen, ja. Also wenn ich das so sagen darf, früher, als ich aufgewachsen bin, da war das anders. Ja. Ich kenne noch die Zeiten, als es noch gar kein Privatfernsehen gab. Und als die kamen, dann haben sie sich gerade mal getraut. Und das war schon so total anrüchig und von manchen Leuten total verschrien und gehasst, ja, dass einmal im Film Werbung kam, so in der Mitte. Also wenn so ein Film 2 Stunden gedauert hat, dann kam nach einer Stunde vielleicht so 5 bis maximal, ich weiß nicht, ob es 10 Minuten waren, also 7, 8 Minuten Werbung. Da bist du halt dann standardmäßig jeder natürlich aufs Klo gegangen, ja, oder hat sich was zu trinken oder was zu futtern geholt.
und dann wieder zurückgekehrt. Das wussten die natürlich ganz genau, aber es war vertretbar und ich fand es jetzt nicht schlimm. Ja. Also im Vergleich zu dem, was mir dafür vorher auf dem öffentlich-rechtlichen einen Film geboten wurde und das, was dann auf einmal auf Sat.1, RTL, das waren die ersten, also RTL war glaube ich der erste, dann Sat.1 und dann ProSieben, das so geboten wurde, das war halt so, so auf einem anderen Stern, ja. Also da kamen ja Sachen, dass der nur von träumen können, dass die jemals im ARD oder im ZDF gelaufen wären. Da waren sie sich zu fein dafür, ja. Und deswegen haben die denen auch ganz schnell den Rang abgelaufen. Aber das, was da mittlerweile und wozu sich das Privatfernsehen entwickelt hat und was da mit dieser Werbung, das ist ja unerträglich, ja. Und dann wundern sie sich, wenn sie am Abkratzen sind, ja, und kein Schwein mehr einschaltet. Und die Streaming-Dienste Zulauf haben ohne Ende. Ich kenne da Leute echt en masse, ja, für jeden Alter, so ein Junges, also glaubst du, dass ich einen Fernseher einschalte, schaue mir diese scheiß Werbung an und öffentlich-rechtliche, da kommt ja immer nur dasselbe Schmarrn. Ja, und das ist halt auch tatsächlich so, schaust du mal durch das Fernsehprogramm, was da läuft, das ist ja wirklich lächerlich. Also das ist, und da fragen sie sich, warum sie am absteigenden Ast sind. Ja gut, die öffentlich-rechtlichen nicht, weil die werden ja von uns zwangsfinanziert, ja, zwangsberatmet. Die anderen, die sind ja, das, da stand letztens ein Artikel in der TV-Spielfilm vor ein paar Wochen, ja, wie die eben kurz vorm Abnippeln sind und dass sie jetzt die letzten Kohlen, die sie noch haben, oder die letzten Kröten, die sie haben, zwanghaft in ihre eigenen Streaming-Portale stecken, um noch irgendwie ihr Überleben zu sichern für ein paar Jahre. Bloß Leute, da sage ich euch ganz klar, der Zug ist abgefahren. Ja? Also das braucht ihr ja nicht glauben, dass wenn RTL oder ProSieben, Sat.1 oder die alle zusammen nochmal so einen Streaming-Dienst wuchten, egal wie viel 100 Millionen, dass die da reinstecken und dann wollen sie es auch noch mit lokalen, regionalen, deutschen Produktionen machen. Ja, gute Nacht, die Kohle, die könnt ihr jetzt lieber der Wohlfahrt zustecken und gleich dicht machen, eure Läden. Das wär die wirtschaftlichere Variante, weil das ist also gegen Netflix, Disney, Apple TV und was es ja da noch alles gibt. Ich bin da nicht drin, ich habe keinen Streaming-Dienst. Ja. Ich schaue mir das auch nicht an, das ist mir auch egal. Was ich haben will, kaufe ich mir auf Blu-ray oder auf DVD, weil ich da auch nicht so bin, ja, ob die Bildqualität jetzt wirklich gestochen, kristallklar ist oder nicht. Und deswegen geht das sowieso an mir vorbei. Aber ne, ich kriege natürlich mit, was da läuft, ja, das ist klar, da kommst du ja nicht drum herum, aber ich gucke es mir nicht an. Ja. Und das Konzept von Fernsehen, dass der so ein Programmdirektor entscheidet, was da läuft, finde ich schon ganz gut, weil ich schon, das muss ich schon sagen, ja, dass es schon hin und wieder mal vorkommt, dass egal ob auf dem öffentlich-rechtlichen oder auf dem Privatfernsehen, Filme laufen, von denen ich noch nie gehört habe, denen ich nichts wusste und die ich mir nur anschaue, aufgrund dessen, weil sie eben in der Fernsehzeitung positiv dargestellt werden und ich mir dann denke, okay, gibt es dem mal eine Chance? Und da waren schon oft Filme dabei. Gut, ist zwar jetzt nicht so häufig, ja, vielleicht so 3, 4 Mal im Jahr, wenn überhaupt, aber trotzdem waren schon viele Filme dabei, wo ich mir dachte, boah, krass, ne? Also geiler Film, fand ich total klasse und war total froh, dass ich mir angeguckt habe und ist dann auch bei meiner Liste gelandet von wirklich guten Filmen. Bei Dune, also Dune, um wieder zurückzukommen, wird es mit Sicherheit auch so sein, dass also der steht jetzt schon auf meiner Liste. Ich bin keiner für so besten Listen, aber ist auf jeden Fall einer der Top-Filme des 21. Jahrhunderts und einer der Top-Filme der 20er Jahre jetzt dieses Jahrtausends, Jahrtausends, Jahrhunderts. Und der ist auf jeden Fall echt ein Wahnsinn. Und die Bücher dazu, wenn du liest und du kannst es wirklich lesen und den Film gucken. Ja, das ist nicht so, dass du den Film geguckt hast und dann die Bücher liest und denkst, ach, das habe ich ja schon alles gesehen. Nee, weil die Tiefe und die Detailliertheit, die in den Büchern drinsteht, kommt im Film nicht vor. Dafür kommt aber das, was eben im Buch hier weniger vorkommt, in dem Film vor. Und das finde ich, das ist so eine perfekte, das hat der Denis Villeneuve hingekriegt, das ist so eine perfekte Ergänzung. Der Film ergänzt die Bücher, ja, auf eine Art und Weise, wie es der David Lynch mit seinem Film nicht geschafft hat. Und die Fernsehserie damals gab es schon gleich dreimal nicht, nicht mal ansatzweise. Und das ist einfach, das hat er wirklich hervorragend gemacht, das muss ich schon sagen. Und der Sound dazu von Hans Zimmer ist wirklich, also der macht das, das ist das Sahnehäubchen oben drauf, das i-Tüpfelchen, das was das Ganze nur zu einem wirklich bombastischen, cineastischen Erlebnis macht, wie der, also ich habe schon länger keins gesehen, was mich so vom Hocker, keinen Film gesehen, der mich so vom Hocker gehauen hat. Ich gehe auch jetzt nicht so oft ins Kino, früher war ich ganz oft im Kino, ja, 2, 3 Mal die Woche sogar, das ist aber schon 20 Jahre her, und die letzten 10 Jahre, ich glaube, war ich 3 Mal im Kino, aber Dune steht da echt ganz, ganz oben, ja. Also wirklich
ganz weit oben von allem, was ich die letzten 10 Jahre oder was ich die letzten 20 Jahre im Kino gesehen habe oder auch im Fernsehen. Ja, also da ist wirklich kaum was dabei, weil die großen Spektakel, die kennst du ja alle. Ja, aber es ist wirklich, ich hab am Anfang gedacht, ja, so das also von den Kritikern aus den USA zu sagen, ja, das ist seit Herr der Ringe das größte Kinospektakel. Ja, würde ich schon fast zustimmen, ja. Also es ist, ich meine, es ist natürlich nicht zu vergleichen, aber trotzdem, es ist halt einfach ein mega geiler Film, ja, wo du wirklich nichts dran aussetzen kannst. Klar, gibt es ja also mit Sicherheit 1000 Leute, die auf Social Media und YouTube was zum Aussetzen finden, aber sei es ihnen gegönnt. Da sind wir auch dann beim nächsten Punkt, damit ich wieder die Kurve kriege, ja, heute echt merkt der Verästelung, ja, von einem Zweig zum anderen. Ich habe dann auch, das ist schon Monate her, weil Dune hätte ja letztes Jahr kommen sollen, dann wird es ja verschoben. Und dann habe ich einen Trailer, der war ja aber damals schon einer raus. Ich glaube, es gab dann zwei Trailer, neueren jetzt vor ein paar Monaten und eben ja, Ende letztes Jahres, Anfang diesen Jahres gab es ja schon einen. Da hat dann einer, ich weiß nicht wer das war, ist auch egal, aber auch ein Amerikaner, auch so eine super gescheite Analyse gemacht, ja, und hat dann so die Bilder aus dem Trailer verglichen mit Lorenz von Arabien und hat dann so ein Ding aufgemacht, ja, so von wegen, ja, also heute würden alle Filme irgendwie gleich ausschauen, weil die da irgendwie so einen Graufilter drüber legen oder weil die das irgendwie schick finden, die Hollywood-Leute, dass man das jetzt irgendwie so einen Grautönen-Filter über die Bilder drüber legt. Und dann hat er so Bilder eingeblendet von Lorenz auf Arabien. Das ist ja auch ein klasse Film. Und damals in einer, ja, in den, ich meine, es sind natürlich zwei verschiedene Welten von Technik, ja, und auch zwei verschiedene Welten, die da dargestellt werden. Aber natürlich kannst du sagen, ja gut, der eine spielt in der Wüste, der andere spielt in der Wüste. Und dass halt der Lawrence von Arabien so farbenfroh und so farbenprächtig war. Und obwohl es ja auch in der Wüste spielt, war das alles so bunt. Und die Bilder, was er da nebeneinander gelegt und gezeigt hat, also hat er schon recht gehabt. Ja. Nur die nächste Frage ist dann, welchen Filter hat er da drüber gelegt? Ich habe mir jetzt deswegen nicht extra nochmal Lawrence von Arabien angeguckt. Ja. Aber es ist, unterstellen wir mal, er hat da keinen Filter drüber gelegt, sondern es ist tatsächlich so. Dann habe ich mir schon gedacht, ja, okay, könnte was dran sein und woran das wohl liegen mag, war mir aber egal, jetzt nur im Hinterkopf. Und es ist mir eben eingefallen, dass jetzt vorgestern oder gestern hier eine Passage in Dune Teil 3 die Kinder des Wüstenplaneten gelesen habe und da eben eine Situation beschrieben wird, die Atmosphäre und die Stimmung, die da herrscht. Und da schreibt er halt von so einer Passage, wo es Licht, wie das Licht, die Lichtverhältnisse auf dem Planeten sind und in irgendeinem Gebäude und dass so ein brauner Schleier drüber liegt. Ja? Das heißt, es so erscheint, als würde über dem Licht so ein brauner Schleier drüber liegen. Und da dachte ich mir, ja, und da traue ich, im Vergleich zu dem, was der andere gehört hat, dass da so ein Filter drüber liegt, so ein Graufilter, und da traue ich dem Denis Villeneuve schon zu oder unterstelle dem, dass der das gewusst hat und dass der das absichtlich so gemacht hat, weil der Frank Herbert das so beschrieben hat. Und da merkst du natürlich dann auch, wer ist ein Dune-Fan und wer nicht. Und es gibt da etliche Leute, die über Dune sich das Maul zerreißen, ja, kann man schon fast sagen. Nicht alle, aber viele, die überhaupt keine Ahnung haben. Ja, die haben vielleicht den alten Film mal gesehen, die haben vielleicht den ersten Teil vom Buch, also das erste Buch gelesen, aber sonst wissen sie nichts davon. Das ist genauso wie so ein Punkt, was ich im Film noch nicht wusste, weil ich da so weit mit Lesen noch nicht war. Die Lady Jessica kommuniziert da mit so einer Zeichensprache mit ihren Leibwächtern, von denen halt keiner was mitkriegt. Und es ist dann, stellt sich dann raus, das ist die Atreides Kampfsprache. Also dass im Gefecht der Herzog oder die Kämpfer, die Anführer mit ihren Leuten mit Handzeichen kommunizieren können und jeder genau weiß, was Sache ist und was jetzt zu tun ist. Und das hat der Denis Villeneuve eben schon im ersten Teil verarbeitet. Und ich, für mich, weil ich das eben noch nicht gelesen habe, für mich war, ich dachte mir, oh, cool, was ist denn das? Und als ich das hier gelesen habe, dachte ich mir, da schon her. Ja, also der Denis Villeneuve hat also nicht nur Teil 1 gelesen, sondern der kennt wirklich Dune in- und auswendig. Und der sagt ja auch, also dass unter anderem Dune, also das als Kind oder Jugendlicher gelesen hat, mindestens ein Anreiz dafür war, für seine Entscheidung Regisseur zu werden. Und dass er das schon immer verfolgen wollte, und der ist ja ein totaler Dune-Fan. Und das merkst du dann eben auch an solchen kleinen Details. Ne? Genauso wie diese Ornithopter halt einfach hammermäßig gemacht sind. Ja? Wo du einfach sagst, dass einer, der dann nicht wirklich ein Hardcore-Fan ist von der Sache, der hätte den Film nicht so machen können.
Und deswegen bin ich da auch so begeistert. Und das macht das Lesen, seit ich den Film gesehen habe, noch viel interessanter, noch viel aufregender und spannender, als es sowieso schon war. Weil es einfach zu diesem ganzen politischen Machtgeplänkel und dem allen, was da mit dranhängt, einfach nochmal so eine. Du hast dann einfach so diese Bilder von dem Film im Kopf, ja, wo ich mir denke, zum Beispiel, das kennt er aus dem Trailer, wie gesagt, wegen dem Upload-Filter kann ich das nicht einblenden oder will das einfach nicht einblenden. Aber wer sich den Dune-Trailer anschaut, da gibt es so eine Szene, da steht das Gefolge der Atreides zusammen mit der Lady Jessica, der hat da keine Gesichtsmaske, sondern wie so ein Schleier mit so Perlen oder irgendwelchen Elementen, was das ist, wo du gerade noch so ihr Gesicht durcherkennen kannst. Und da stehen sie so ich glaube, das ist der Ausgang, ist die Eröffnung von einem Raumschiff oder von einem Gebäude. So genau habe ich es jetzt nicht mehr im Kopf. Ja, ich habe mir nicht jede einzelne Szene gemerkt und ich habe den Trailer jetzt auch nicht extra deswegen nochmal angeguckt. Aber das Bild, was ich da im Kopf habe, da geht so auf einmal, da weicht der Schatten und das Licht, dieses gelbe, krasse, starke Licht von dem Arrakis, fällt da so auf diese Gruppe und so schimmert dann so durch diesen Schleier, den Lady Jessica vor den Augen hat. Und dann bläst dann so ein bisschen der Wind, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo das so dann die Kleidung ein bisschen aufbläht. Und das ist so für mich, das ist so dieses Bild, das ist so, es ist exakt das, die Stimmung und das Bild und das, was ich mir vorstelle, wenn ich Dune lese. Und das passt wie die Faust aufs Auge. Das ist wirklich eine der Szenen, auch wenn es nur ganz kurz ist, trotzdem, wo ich denke, ja, das ist Dune. Da trifft es wirklich auf den Punkt. Ja. Und deswegen finde ich das einfach so klasse, abgesehen von dem intellektuellen Background, den der Frank Herbert haben musste, um das überhaupt zu schreiben. Denn da stehen ja Sachen drin, also Gesellschaftsanalyse, Machtpolitanalyse, da wackelst du mit den Ohren. Ja. Da sind ja Punkte dabei, die waren mir, ich beschäftige mich mit solchen Themen schon sehr, sehr lange und ich habe da auch schon viel dazu gelesen, aber ich hätte das niemals so auf den Punkt bringen können und das dann so eingewoben in so ein Sci-Fi-Epos, eigentlich ja Unterhaltung, also oder nicht eigentlich, sondern es ist ja Unterhaltungsliteratur. Das finde ich einfach so genial. Und dass er das so auf den Punkt bringt, sodass es auch wirklich jeder versteht. Ich meine wirklich, der ein oder andere Absatz von diesen Weisheiten, wo ich da vorhin gezeigt habe, den musst du vielleicht schon ein oder zweimal lesen, oder ein, zweimal mehr lesen als normal, jetzt einmal drüber lesen, um es wirklich sacken zu lassen. Aber das ist wirklich, ich könnte das, obwohl mir das Wissen darum schon geläufig war, hätte ich es und würde es mir nicht zutrauen, das so in Worte zu fassen können, so prägnant, so kurz und so eindringlich, dass ich das verstehe. Und wer sich ein bisschen für Politik interessiert und wie so die Machtstrukturen funktionieren in unserer Gesellschaft, der ist wirklich bei den Büchern bestens aufgehoben. Ja. Wer das nicht so toll findet, gut, für den könnte Dune ein bisschen anstrengend werden, aber der soll sich dann den Film angucken und ist auch damit bestens bedient. Denn der Film, also wie gesagt, für mich war immer der Hodorowski Dune, die Doku, die ich da gesehen habe über diesen nicht entstandenen Film, das Nonplusultra und fand das total genial. Aber jetzt, seit dieser Denis Villeneuve-Film rausgekommen ist, kann ich nicht. Ich meine, ich fände den Hodorowski, wenn der den Dune hätte drehen können, das wäre bestimmt eine Bereicherung gewesen für die Filmindustrie und für Cineasten. Aber ich bin jetzt nicht mehr traurig, dass es ihn nicht gegeben hat, sondern es ist halt einfach so, es ist so eine Episode, ja, und damit ist es dann auch gut, weil Dune ist wirklich von Denis Villeneuve wirklich das, was es gebraucht hat und genau das, wo die Fans, die meisten zumindest, denke ich, drauf gewartet haben. Und das, was viele Herzen von Dune-Fans hat höher schlagen lassen. Wenn mir das gerade einfällt, da saß ein, zwei Reihen vor mir, ein bisschen versetzt, saß ein Mann in meinem Alter mit seinem Kind. Es war für meine Verhältnisse, für mein Empfinden ein bisschen zu jung, als dass ich das hätte mit in Dune genommen. Ich meine, das ist jetzt nicht sonderlich brutal, aber trotzdem, es ist halt einfach. Also ich kann schlecht schätzen, wie alt das der Junge war, aber für meinen Geschmack oder für mein Empfinden ein bisschen zu jung. Aber ist egal, er hat ihn halt dabei gehabt und dann hat er zwischendurch immer gefragt, was da passiert oder was es damit auf sich hat. Und der Vater hat immer auf alles eine Antwort gehabt und war auch richtig, ne? Und dachte mir, ja, das ist auch ein Dune-Fan, also das ergänzt sich zumindest aus. Und der hatte jetzt nicht das Gefühl, als er seinem Sohn erklärt hat, dass er das scheiße fand oder dass ihm das nicht gefallen hat, sondern er sah das, glaube ich, genauso wie ich. Also der war, denke ich, begeistert. Wo ich jetzt bei dem Hodorowski war, da habe ich mir das extra aufgeschrieben, das könnt ihr auch euch anschauen, wenn ihr die Doku die es auf Arte gab, anschaut, was sich
danach, was danach alles entstanden ist. Und deswegen bin ich auch zur Matrix gekommen, ja, was aus diesen kreativen Ideen und aus diesem kreativen Schatz von Ideen, muss man schon sagen, die durch die Planung für den Dune von Hodorowski entstanden sind. Und der hat ja dieses Buch, was er anfertigt, das ist ja so ein Wälzer, ja, das ist ja, da stehen die Kostüme drin, da sind Storyboards drin, da ist ja alles drin, was sie geplant haben, alles gezeichnet von Möbius und von Giger, und das haben die ja dann die sämtlichen Studios geschickt, um den Film zu finanzieren und um die Leute dafür zu begeistern. Und heute sollen angeblich nur noch 2 Stück von diesen Büchern existieren. Also das ist was, wo ich vorhin über das, die Enzyklopädie von Dune gejammert habe, dass die $1.400 kostet. Also das Buch, ja, das von Khodorkovsky, diesen Wälzer, wovon nur noch 2 auf der Welt existieren. Also da könnte ich schon, also da glaube ich, könnte ich schwach werden. Ist jetzt nicht egal, wie hoch die Summe ist, ja, weil wenn, finanzielle Mittel sind ja nicht unendlich. Aber das wäre schon was, also das wäre so ein Buch, da wäre ich durchaus bereit, Summen, zumindest darüber ernsthaft nachzudenken, Summen auszugeben, die wusste normal auch ich niemals für ein Buch ausgeben würde. Aber da, also da könnte ich schwach werden. Ja. Also auch wenn es noch so utopisch ist, solange wenn das irgendwie in meinem Rahmen oder in meinem Budget lege, wie gesagt, das wäre, da müsste ich echt, da könnte ich schwach werden. Ja. Aber trotzdem, da ist dieses Buch ist durch Hollywood gewandert und da haben sie sich dann alle bedient, ne? Weil die Studiobosse hatten dann natürlich, wenn die ein anderes Projekt finanziert haben, haben die natürlich erzählt, ja, da haben wir doch von diesem verrückten Argentinier hier dieses Buch, da blättert doch mal durch oder schaut euch das an. Und davon, das haben sie ja noch in der Doku aufgelistet, inspiriert ist eine ganze Menge. Ne? Und das wollte ich mal kurz loswerden oder hier kurz erzählen. Das ist Star Wars sowieso, ja, also nicht nur die Schwertkämpfe, sondern auch wie diese Fremen-Inspiration waren für diese Wüsten, ich weiß jetzt gar nicht, wie die heißen, aber einfach die kleinen Gnome mit den leuchtenden Augen, ja, und auch Obi-Wan Kenobi, dass die alle so Umhänge tragen und so Kapuzen tief ins Gesicht gezogen, das ist auf jeden Fall von Dune inspiriert, denn dass es sowieso auf einem Wüstenplaneten spielt, und dann ist, habe ich im letzten Dune-Video schon gesagt, mit der telekinetischen Manipulation des Gegenübers, das dann tut, was man ihm, ihm sagt. Das ist Star Wars. Dann gibt es dann Terminator, ja, ist auf jeden Fall auch von Dune inspiriert, weil nämlich diese POV, also Point-of-View-Ansicht aus dem Terminator raus, ja, wo du dann die ganze Umgebung in Rot hast, mit den ganzen Parametern, die da runterlaufen, kennt ja jeder. Das war auch von Hodorowskis Dune geplant, für einen von diesen Mentaten heißen die, ja, diese Halb-Androiden, das sind ja eigentlich sind keine richtigen Androiden, aber auch keine richtigen Menschen, ja, das ist irgendwo dazwischen. Das ist von Dune inspiriert, dann Flash Gordon ist ein Bühnenbild oder ein Setbild ist komplett wie 1:1 aus dem Hodorowski-Buch raus abgekupfert, ja, es ist wirklich das, was in dem Buch von Hodorowski drinsteht und so ein Szenenbild gezeichnet war, das findest du in Flash Gordon 1:1 übertragen in die Realität, also für den Film. Dann Jäger des verlorenen Schatzes, also der erste von Indiana Jones. Die Szene mit der Bundeslade, die sich dann öffnet am Schluss, ist dann die, das ist ja jetzt voll der Spoiler, ja, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand da zuguckt, den Indiana Jones Teil 1 noch nicht gesehen hat. Die Bundeslade, die dann aufgeht, dann kommen diese geisterhaften, diese schemenhaften, wabernden Figuren raus und die Leute, die da außen rumstehen, diese Wehrmachtssoldaten, glaube ich, sind das. Ich habe den ja auch schon eine Weile nicht mehr gesehen, aber ich habe das so im Kopf. Das ist auch eine Szene, die hätte eigentlich in Dune vorkommen sollen, in einem anderen Zusammenhang. Ja, natürlich nicht mit der Bundeslade, aber da haben sie sich bedient. Ja. Dann Masters of the Universe, die He-Man-Realverfilmung, die es da mal gab. Da ist auch nicht ganze Kostüme, wie zum Beispiel von dem Skeletor, glaube ich, und auch so ganze Szenenbilder sind inspiriert von den Skizzen und Entwürfen aus Hodorowskis Dune-Buch. Dann Contact mit Jodie Foster. Da gibt es auch eine Szene, ich weiß jetzt bloß nicht mehr auswendig welche, aber die ist auf jeden Fall auch inspiriert von den Aufzeichnungen aus Dune. Und ich meine, das müsst ihr euch mal überlegen, ja, das sind dann schon, Contact ist glaube ich von 97 oder von 99, das sind dann schon seit der Planung von Hodorowskis Dune schon über 20 Jahre dazwischen und die haben sich da immer noch dran bedient. Ja. Dann Prometheus, wenn ihr euch erinnern könnt oder wer Prometheus kennt, da gibt es eine Szene,
Da fahren fahrt die Crew um die Nomi Rapace, die ist doch die Hauptdarstellerin oder die Protagonistin in Prometheus, wie sie auf dem Planeten landet, fahren da zurück zu dem Raumschiff. Und da tobt gerade der Sturm und sind da aus dieser. Und im Hintergrund siehst du dann so einen Berg, was eigentlich gar kein Berg ist, sondern so ein Schloss und da ist oder eine Burg, ja. Und da ist so diese Burg mündet in so einer Form wie von so einem skeletthaften Gesicht oder so einem Kopf, ja. Das sieht total krass aus. Und das kommt auch aus Dune, weil der Giger hat die Harkonnenburg so gezeichnet, dass der Baron Wladimir Harkonnen, ja, also der Bösewicht, der Antagonist, das ist also ein total fetter Typ, ja, deswegen braucht er ja auch diese Suspensoren, die er in sich eingebaut hat, die ihn in der Gegend rumschweben lassen, weil er so fett ist, dass er überhaupt nicht mehr laufen kann. Und der hat, weil er so ein Selbstbild von sich hat, so ein total überzogener Egomane ist, ja, deswegen hat er diese Burg in Form von sich selber gebaut. Ja. Und das, was also der Giger, der Künstler, der dann Alien gezeichnet hat, ja, der hat also diesen Stil, ja, also das hatte der schon vor Alien, dass das so diese gruftigen, diese düsteren, diese total, ja, schon horrormäßigen Gestalten und Figuren und Szenen malen kann oder zeichnen oder airbrushen kann. Und der hat diese Burg entwickelt. Ja? Und das ist ja wirklich so ein Berg, ja, wo du so eine Wampe hast, seine Arme so an der Seite und seinen Kopf so. Und dann macht er noch einen Mund auf und streckt die Zunge raus. Also diese Architektur bezogen auf den Harkonnenbaron. Und die Zunge ist dann der Landeplatz für die Raumschiffe. Ja, und das ist ein Prometheus. Ja? Da ist dieser Berg, der dann in Skelettform oder Totenschädelform eine Struktur darstellt von dem Gebäude, ist von Gigas Aufzeichnungen oder Planungen für Jodorowskis Dune abgekupfert. Dann heißt es noch, haben die noch in der Doku behauptet, ja, dass es eben ohne Alien und viele von den Leuten, die bei Jodorowsky mitgearbeitet haben an dem Entwurf für das Dune, die sind ja dann in Hollywood groß rausgekommen, die sind dann bei Alien und Blade Runner sind ja dann dabei gewesen und haben dort dann ihre Fähigkeiten ausgelebt oder ausgetobt, die sie eben bei Jodorowsky geplant hätten auszutoben, aber es nicht dazu kam, weil der Film nicht gemacht wurde. Einer ist der Comiczeichner Möbius und einer Dan O'Bannon, glaube ich, heißt er. Und ein englischer Künstler Voss, Chris Voss, glaube ich, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, habe nur einen Nachnamen aufgeschrieben. Und die haben dann auch, also in der Doku wurde dann auch gemeint, ja, also ohne Alien gibt es keinen Blade Runner und ohne Blade Runner und Alien gibt es keinen Matrix. Da kann man jetzt drüber diskutieren, ja. Ich würde mich da jetzt nicht drauf versteifen, dass es tatsächlich so ist. Ich kann da jetzt so spontan nichts dazu sagen. Ich weiß, Matrix hat auf jeden Fall einen anderen Background. Ja. Also vielleicht gibt es den einen oder anderen Aspekt, den man heranziehen kann, aber ob das wirklich so haltbar ist, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Ja. Sage ich mal später, ich mache ja immer freitags, bloß so als Info, Montag, Mittwoch gibt es Bücher, Freitag, wenn ich ein Video hochlade, dann geht es um Filme. Und ich mache auf jeden Fall, wenn Blade Runner und Matrix sind ja auf jeden Fall genauso wie Alien, das sind ja Ikonen der Popkultur, also da bleibt ja gar nichts anderes übrig, da musst du dich ja damit befassen und ich liebe diese Filme ja auch. Deswegen mache ich da auf jeden Fall mal was dazu und dazu gibt es dann auch auf jeden Fall mehr. Aber das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Ich habe es eben jetzt vorgelesen oder erwähnt, weil es eben in dieser Doku erwähnt wurde. Aber es gibt ja noch ein paar andere Filme, das haben sie in der Doku nicht erwähnt, wo inspiriert sind. Ich meine, kennt ihr vielleicht die Tremors-Reihe? Wie heißt der Originaltitel, der deutsche, im Land der Raketenwürmer ist, glaube ich, der erste Teil. Man überlegt mal, wo diese Raketenwürmer herkommen. Ja, die sind ja eindeutig inspiriert von Dune. Und wenn du das hier liest, was es mit den Würmern auf sich hat und wie die sich fortbewegen und wie die aussehen, ist ja ganz klar, also das ist Tremors-Reihe von den Sandwürmern inspiriert worden ist. Dann gibt es noch diese Figur Tufir Hawat, ja, so ein total auch logisch denkender, analytischer Typ, auch so ein, ich glaube, der ist sogar auch ein Mentat, also nicht wirklich Android, nicht wirklich Mensch, also irgend so ein Zwischending. Und das ist ja auch, also wenn ihr euch dann die Figur Spock aus Star Trek anschaut,
Ich habe auch da Fragen, wo der Gene Roddenberry sich die Inspiration dafür geholt hat. Und dann später bei Star Trek The Next Generation, Lieutenant Commander Data, basiert ja zu gewissem Grad auch da irgendwie drauf. Ja? Denn ohne Spock gäbe es einen Data nicht. Denn die mussten ja irgendwie bei Star Trek TNG, wollten die eine Figur haben, die ähnlich ist wie der Spock, aber halt nur noch krasser. Und weil er es also nochmal 200 Jahre in der Zukunft von TOG, also der Original Series, TOL. TOS, nicht TOG, Entschuldigung, der Original Series spielt, hat man natürlich gedacht, ja gut, der Vulkanier ist vielleicht ein bisschen abgedroschen, ja, jetzt nehmen wir einen Androiden. Aber das ist auch sowas, da wusste, man will denen nichts unterstellen, Gene Roddenberry ist für mich auch ein Genie, ja, aber der hat mit Sicherheit auch Dune gelesen und so, das ist so, ja, lasse ich mir denke ich mir diesen Spock aus. So, damit ich jetzt auch wieder mal dem Ende entgegenkomme, wahrscheinlich ist schon wieder jenseits von Gut und Böse von der Zeit, habe ich mir gedacht, ich lese euch hier mal ein paar so Dinger vor, von diesen Weisheiten fast, ja, damit ihr euch mal vielleicht ein Bild machen könnt, was ich hiermit meine. Aber zum Beispiel, es geht hier auch hier zum Beispiel um Propaganda und um Manipulation und im weitesten Sinne die öffentliche Meinung oder wie man wie man als Herrscher oder als Machthaber agieren muss, dass das Volk einem nachläuft oder dass die Bevölkerung tut, was man ihnen sagt oder dass sie das alles für richtig halten, was die Führer sagen. Ja. Das ist ja auch so eine Aussage von Frank Herbert. Ja. Das ist ja, der hat ja das nicht geschrieben, einfach so als Jux und Dollerei, sondern da steckt ja eine Aussage dahinter. Ja. Und es gibt ja dann auch welche, die das nicht checken. Es geht ja hier darum, dass man sich nicht einfach irgendwelchen, dass man nicht irgendwelchen Führern, Anführern, Machthabern, egal ob in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder in der Zukunft oder gar einem Auserwählten wie hier Paul Atreides, dem Messias, an den Lippen hängen und blind folgen soll, sondern dass man eben das nicht tun soll, dass man sich seines eigenen Verstandes bemächtigen soll und dass man eben selber sich seine Meinung bilden soll, selber überlegen, wie die Dinge so sind. Und das kannst du natürlich nicht, wenn dir die grundlegenden Informationen fehlen, ja, dann liegt ja deine Entscheidung ist ja dann eine falsche. Das ist, wenn du falsche Informationen bekommst, dann kannst du dir auch kein richtiges Urteil bilden. Ist ja ganz klar. Und darum geht's. Und das ist ja halt auch immer so ein Ding mit der Macht. Ja, ich meine, es ist ja, also ich verstehe das immer nicht, ja, wie manche Leute irgendwie unfähig sind zu erkennen, was da läuft. Ja, ich meine, es ist ja einfach, klipp und klar, wenn du dich damit auseinandersetzt und damit beschäftigst, was da läuft. Ja, es ist Macht, sagt der Frank Herbert, korrumpiert nicht zwangsläufig oder nicht zu 100%, aber sie zieht diejenigen an, die korrumpierbar sind. Und das ist ja auch genau der Punkt. Und da spielt es auch gar keine Rolle, ob das eben die Vergangenheit ist, die Gegenwart oder die Zukunft, ob Realität oder ob Belletristik. Ja, das ist einfach ein Faktum. Ja. Das braucht ihr heute bloß umschauen in der Welt, was passiert. Und das sage ich auch immer wieder gerne und wiederhole das auch und werde auch nicht müde, das zu tun. Weil es natürlich das auf den Punkt trifft und diejenigen, die Macht haben und die an der Macht waren früher, die haben natürlich alles im Sinn, außer die Macht abzugeben, weil die wollen die behalten. Denn das ist ja natürlich, ich will da kein Geld draus machen, ich kann mir das schon vorstellen, dass das sich gut anfühlt oder dass das den einen oder anderen bestimmt auch geil macht. Ja? Also wenn er Macht ausüben kann, wenn er anderen seinen Willen aufzwingen kann. Ich meine, ist ja ganz klar, es gibt es ja im ganz Kleinen wie im ganz Großen auch. Schaut euch mal so Serienvergewaltiger an beispielsweise. Es gibt ja diese True Crime oder Serienmörder auch. Ja, diese True Crime-Geschichten da im Fernsehen laufen ja auch im Öffentlich-Rechtlichen und im Privaten rauf und runter. Mir interessiert sowas nicht, schau mir das nicht an, weil mir das egal ist. Ich meine, klar gibt es so, also das ist nichts, womit ich jetzt meine Freizeit verbringen möchte, dass ich mir hinsetze und mir irgendwelche so geistesgestörten Irre ihre Horror-Stories anhöre und wie die anderen Menschen irgendwie umgebracht, zerstückelt, gefoltert oder was auch immer haben. Ja, das interessiert mich nicht. Ich meine, wenn ich Unterhaltungsliteratur lese oder mir einen Film anschaue, das ist was anderes, aber so eine True-Crime-Stories, das ist nicht mein Ding, ja, das muss ich nicht haben. Wer das gerne sehen mag, ja, bitteschön, ja, aber meinen Sie es nicht. Aber ich lese jetzt hier mal was vor. So ein einleitendes Gesetzel von Kapitel 37 aus Band 3, die Kinder des Wüstenplaneten. Das ist kein Spoiler, keine Angst. Diese Weisheiten sind, haben zwar mit dem Kapitel im weitesten Sinne zu tun, aber die geben keine Handlung preis. Also braucht jetzt keine Angst haben. Ich zeige das jetzt immer hier. Ich habe mir das rot markiert. Also hier, das ist so ein Gesetzel, so ein ganz kurzes. Das lese ich jetzt mal kurz vor, damit ihr eine Vorstellung davon bekommt.
was ich damit meine. Ja, was der Frank Herbert, warum der so meiner Meinung nach so ein herausragender Kopf war und wie der das versucht hat, uns hier als Leser nahezubringen, wie Macht, Politik und Herrschaftsstrukturen, wie das funktioniert. Wenn man bestimmten Worten Glauben schenkt, glaubt man auch an ihre versteckten Implikationen. Wenn man glaubt, dass etwas richtig oder falsch, wahr oder unwahr ist, glaubt man auch den hinter diesen Worten stehenden Annahmen, die diese Schlüsse ausdrücken. Solche Annahmen sind meistens voller logischer Löcher. Dennoch rufen sie höchste Überzeugung hervor. Die unendliche Prüfung aus der Panoplia Prophetica. Es ist, vielleicht war das ein bisschen zu heftig, aber ich lese das nicht nochmal vor. Wer das jetzt nicht gecheckt hat oder verstanden hat oder wem das zu schnell ging, der möge doch bitte zurückspulen und sich es nochmal anhören. Hier gibt es dann noch weil ich das jetzt hier gerade lese, das wollte ich zwar jetzt nicht vorlesen, den Absatz, aber es geht auch um diese Figur Lied Keynes, dieser Ökologe, der auch eine ganz wesentliche Rolle in dem Buch spielt. Und das ist wirklich, das ist eine der Überraschungen im Film überhaupt. Ja. Also da möchte ich nicht mehr dazu sagen, aber das fand ich echt cool, ja, und das war echt gut gelöst und habe überhaupt, bin da echt begeistert von, ja, und fand das echt, dachte mir, ja, das war so richtig so ein Moment im Kino, wo ich dachte, ja, aber es war nicht im Sinne von, boah, nee, gefällt mir gar nicht, sondern, ja, cool, ja, also finde ich gut. Mehr will ich dazu nicht sagen, weil ich es keinem versauen will, der es noch nicht gesehen hat. Und das wäre dann schon, ja, das wäre ein Filmspoiler, ja, da möchte ich jetzt nicht drauf weiter was dazu sagen. Jetzt bin ich hier am Blättern, weil manche sind auch ewig lang, ja, wie das hier, diese Einleitung, die ist fast eine ganze Seite lang, das ist jetzt zu viel, das mag ich jetzt nicht vorlesen, aber ich suche jetzt noch hier dieses eine, was ich mir markiert habe, weil da war schon eins dabei, das war schon besonders, genau, wie es ja auch hier immer um Religion geht oder um die Macht der Religion. Heutzutage ist es natürlich nicht mehr so, ja, das wisst ihr alle, ich meine, die Kirche oder die Religionen, die haben nicht mehr diese Macht, jedenfalls nicht bei uns hier in Europa, wie sie mal hatten. Schaut euch doch mal an, wer das jetzt nicht glaubt oder nicht so sieht. Ich meine, was hatten denn die Kirchen, katholische besonders, was hatte die noch vor 500 Jahren für eine Macht und was haben die heute für eine Macht? Ja, das ist ja, ich meine, die haben immer noch Einfluss, das will ich nicht verhehlen, aber Macht in dem Sinne wie damals hatten die, haben die nie mehr. Aber es ist dann auch das Nächste, das ist auch ein Punkt, den man dann beachten muss. Ich meine, was definiert man als Religion oder was wozu oder was kann man zu einer Religion machen? Ja, im Endeffekt kannst du ja auch jeden Scheiß zu einer Religion erheben. Also da muss man sich dann auch Gedanken machen. Ja. Was ist denn vielleicht heute in unserer Gesellschaft, in unserer Lebenswirklichkeit und Gegenwart zu einer Religion erhoben worden oder wird schon fast mit religiösem Eifer betrieben? Ja, ich meine, da kann sich ja jeder seine Gedanken dazu machen, da muss ich jetzt nicht konkrete Beispiele bringen oder wie ich das sehe, sondern es sieht ja auch, wie ich es immer wieder nicht müde werde zu wiederholen, die subjektive Wahrheit, jeder hat eine andere Wahrheit und deswegen sehe ich vielleicht manche Sachen auch anders als wie der es sich anschaut oder eben mein Nachbar oder Arbeitskollege oder wie auch immer und bei euch ist es halt nicht mit Sicherheit, sondern da ist es ganz genauso. Deswegen sage ich da jetzt nichts weiteres dazu. Aber ich lese das jetzt hier nochmal kurz vor. Auch so ein einleitendes Gesetz. In allen gesellschaftlichen Gruppen findet man Kräfte, die versuchen, die Macht durch Worte zu erringen. Vom Medizinmann über den Priester bis hin zum Bürokraten sind sie sich alle gleich. Eine beherrschte Bevölkerung muss darauf konditioniert werden, Machtworte als tatsächliche Dinge hinzunehmen und das symbolisierte System des greifbaren Universums zu verwirren. Um solche Machtstrukturen zu erhalten, werden allgemeinverständliche Symbole verborgen gehalten, um deren Verständnis zu erschweren. Solche etwa, die die Manipulation der Wirtschaft erklären oder jene, die die Kriterien geistiger Gesundheit artikulieren. Die Symbolträchtigkeit dieser Kommunikationsformen führt zum Voranschreiten fragmentarischer Subsprachen, die für jedes Lebewesen ein Signal darstellen, dass ihre Benutzer eine Form von Macht akkumulieren. Aufgrund dieser Erfahrung müssen unsere imperialen Sicherheitskräfte sich diesen Subsprachen gegenüber besonders misstrauisch zeigen. Vorlesung an der Kriegshochschule in Arakeen, abgehalten von Prinzessin Irulan. Wenn ihr das jetzt vielleicht nicht gleich so am Schirm, das ist ja auch nicht so jetzt einfach so, ja, Paul ging hier zum Bäcker und holte sich Brötchen,
wenn das, da braucht er ja auch keine, gar nicht schämen. Ja. Also es gibt ja auch immer so Leute, die haben da irgendwelche Probleme, irgendwas einzugestehen, dass sie es nicht verstanden haben oder dass sie das nicht gleich gecheckt haben. Überhaupt kein Problem, nicht? Denkt euch da nichts. Wenn ihr irgendwas nicht checkt, dann lest es zweimal, dreimal oder auch fünfmal. Oder wenn er das jetzt, wenn das jetzt zu schnell ging oder ich schlecht vorgelesen habe, dann spult zurück, hört es euch nochmal an. Im Zweifel kauft euch die Bücher und lest es selber. Das ist sowieso das Allergescheiteste, wenn ihr euch wirklich eine objektive Meinung bilden wollt darüber. Aber wenn ihr das zurückspulen müsst und euch das nochmal anhören, dann braucht sich keiner irgendwelche Gedanken machen, dass es irgendwie blöd wäre oder so. Das ist halt einfach so. Ja, also ich meine, da gibt es ja bloß ganz wenige so Genies und Überflieger. Und meistens behaupten die dann das auch nur für sich selber, dass sie das sind, die irgendwie so drei Seiten überfliegen in der Geschwindigkeit, in der ich eine halbe Seite lese und dann sagen, ja, habe ich voll erfasst. Nee, haben die nicht. Das meinen die, ja, aber das kann ich mir nicht vorstellen. Den einen oder anderen wird es mit Sicherheit geben, ja. Aber ich gehöre nicht dazu und die meisten von uns normalen Menschen auch nicht. Deswegen braucht ihr euch da keine Gedanken machen. Und auch wenn man manche Gesetze oder Absätze oder Seiten oder einzelne Passagen in einem Buch mehrmals liest, weil man es nicht gleich verstanden hat, das ist überhaupt nichts, wo man sich schämen braucht oder irgendwelche Gedanken machen soll, dass ich vielleicht blöd bin, sondern das ist halt einfach so. Ja. Und ich meine, ich muss schon, also ich habe da überhaupt kein Problem damit. Ich bin sicher weit entfernt von dem intellektuellen Niveau, auf dem der Frank Herbert war. Und ich finde es total faszinierend, was der da so auf den Punkt gebracht hat. Und wie gesagt, lest das oder hört euch das jetzt nochmal an, vergegenwärtigt das, lasst es sacken und denkt mal drüber nach. Das ist nämlich das, was der Frank Herbert beabsichtigt hat. Der hat das nicht geschrieben, weil er uns hier einfach so ein bisschen nette Unterhaltung bieten wollte, sondern der hatte damit eine Absicht, nämlich eine Absicht, den normalen Leser, die normalen Leute, die sich mit Macht, Politik und dem Funktionieren der Gesellschaft und auch Religion und solchen Sachen nicht beschäftigen, sondern es einfach nur so hinnehmen, wie sie es halt über die Medien oder über die Schulbildung oder auch die universitäre Bildung serviert bekommen, dass sie da das hinterfragen und sich ihre eigenen Gedanken dazu machen. Und der hat das auf eine Art und Weise erklärt und dargestellt, wie es eben jeder verstehen kann. Also wo du eben nicht ein Theologe oder Wirtschaftsprofessor oder ein Politikwissenschaftler sein musst, sondern sodass das wirklich jeder verstehen kann. Und deswegen finde ich das auch so grandios und deswegen macht mir das auch so Spaß zu lesen, weil ich halt auch in diesen Themen drin bin. Und ich meine, natürlich gibt es Leute, die interessiert das nicht und denen ist das egal. Ja gut, für die ist Dune dann wahrscheinlich keine Lektüre, die sind dann wahrscheinlich bei Star Trek, Star Wars besser aufgehoben. Es gibt ja auch unmassig viele Star Wars Bücher. Das habe ich auch, ist noch nicht so lange her, dass ich das auch erst rausgefunden habe, was es da alles gibt. Ja, das ist echt ungeheuerlich. Aber das ist natürlich noch auf einem anderen Level. Ja. Das ist einfach, das ist dann schon Unterhaltung, ja, ohne größeren, ohne tieferen Hintergrund oder tieferen Sinn oder irgendwelchen Hintergrund. Weil ich jetzt, ich kann das nur auf die Filme beziehen, weil ich habe von den Star Wars Büchern in meinem ganzen Leben nur ein einziges gelesen. Das war von den, eine Buch zu einem der 90er Jahre Star Wars Filme. Und das war wirklich, also ich weiß nicht, es kam mir vor, wie wenn einer sich den Film geguckt hätte oder wenn einer das Drehbuch in der Hand gehabt hätte und hätte dann Wort für Wort das abgeschrieben. Also es kam mir vor, wie wenn ich den Film gelesen hätte. Ja. Es war wirklich Szene für Szene, sogar einzelne Worte. Es war alles exakt so wie im Film. Und das ist ja für mich, also das ist, das haben sie natürlich geschrieben, nachdem der Film rauskam. Also bin ich mir ziemlich sicher. Und sowas, das verstehe ich nicht. Wieso, was, dass es da überhaupt einen Markt dafür gibt. Ja. Also ich meine, ein Buch zu einem Film, also wie es hier Dune, da ist ja das Buch und der Film, das sind zwei verschiedene Sachen. Der Film baut auf dem Buch auf, der nimmt Bezug zu dem Buch und der setzt auch die Geschichte um. Aber es ist nicht Wort für Wort, eins zu eins, sondern quasi abgeschrieben oder Wort für Wort, Zeile für Zeile abgefilmt, filmisch umgesetzt. Sondern es ist halt zwei eigenständige Werke und die meisten Filme sind ja Adaptionen von Büchern und ganz selten nur wirklich so wirklich sklavisch, dass sie sich an den Inhalt halten, ja, und ich finde das auch in Ordnung so. Im Gegensatz, wenn da wirklich das Buch nur die Abschrift ist quasi vom Film, das interessiert mich nicht. Nee, also das war, deswegen weiß ich nicht, ich kann nichts dazu sagen, aber es gibt jede Menge, ich glaube es gibt über 60 Star Wars Bücher, die halt auch vor, nach und während den Zwischenphasen zwischen den Filmen spielen. Und aber wie sehr das in die Tiefe geht, das weiß ich nicht, aber ich muss schon sagen, das sagen ja auch viele, die noch viel tiefer in der Materie drin sind als ich, dass Dune, das ist einfach das, ja, das Buch, das ist in der Sci-Fi-Szene einfach nicht umsonst so hochgehalten und auch darüber hinaus. Ja, es gibt auch jede Menge Leute, die Dune lesen, toll finden oder gelesen haben, die mit Sci-Fi gar nicht so Mut haben. Also es ist klipp und klar, es liegt natürlich nur daran, an dem, dass eben dieser Frank Herbert so ein
ja, ich will nicht sagen Genie, aber schon so ein intelligenter und universell gebildeter Mann war, der halt die eine Fähigkeit hatte, Gesellschaftsstrukturen, Machtstrukturen und das politische System zu analysieren. Wie da wirst du halt, wenn du dich umschaust in der deutschen Medienlandschaft von den sogenannten Experten, die sich berufsmäßig damit mit dieser Thematik befassen, kaum einen finden, der es auch nur ansatzweise auf die Reihe bringt, das so klipp und klar zu formulieren und so verständlich darzustellen, dass es im Endeffekt jeder verstehen kann, wie es der Frank Herbert geschafft hat. Und jetzt glaube ich, bin ich dann auch schon am Ende, weil ihr habt ja auch nicht den ganzen Tag Zeit, mir beim Gequatsche zuzuhören. Und ich überlege jetzt gerade noch, ob ich noch irgendwas vergessen habe. Da nehme ich jetzt mal einen kurzen Schluck. Ja. Leider habe ich keine Dune-Tasse, aber kommt vielleicht noch, wenn das Merchandising dann richtig losgeht. Aber es fällt mir jetzt auf die Schnelle nichts ein. Mit Sicherheit, wenn ich die Kamera ausgeschaltet habe und dann im Laufe des Tages fallen mir wieder 10 Sachen ein, die ich jetzt natürlich wieder vergessen habe. Aber belassen wir es dabei. Ich weiß nicht, ob ich jetzt nächste Woche ist dann schon Oktober. Da lasse ich es dann mal mit Dune bewenden und bringe dann mal ein anderes Buch. Aber jetzt ist der Dune-Tember, ja, oder der September of Dune bei mir im Endeffekt vorbei. Und ich werde es noch weiter lesen, aber ob ich nochmal ein Video dazu mache, weiß ich nicht, glaube ich jetzt auch nicht. Ich hoffe, es hat euch gefallen, hat euch ein bisschen unterhalten, ein bisschen Background-Info gebracht und kann nur an jeden appellieren: Lest Dune, geht in den Film, geht ins Kino, schaut euch den Film an, da könnt ihr nichts verkehrt machen. Das habe ich beim letzten Mal auch schon gesagt, aber es ist halt einfach so. Bis zum nächsten Mal. Freut mich, wenn ihr es zugeschaut habt und wünsche euch alles Gute bis dahin. Euer Phil, ciao.